Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich euch heute alle Infos zum in der Nacht erschienenen 2.0.2 Update mitgeben möchte, welches tatsächlich ähnlich wie das letzte Update eine Menge Bugfixes beinhaltet. Welche Fehler genau behoben worden sind und weshalb es sicherlich nicht das letzte Update dieser Art gewesen sein wird, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Gyroids und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem eure Hausgestaltungen teilen. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich aktuell fast daily streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Das 2.0.2 Update ist mit dem davorigen Update nun bereits das zweite Update in Folge, welches sich ausschließlich mit Bugfixes beschäftigt, welche wiederum durch das große 2.0 Update und dem DLC entstanden sind. So wurden mit dem 2.0.2 Update ganze 17 Probleme gefixt, welche in der Vergangenheit bei den Spielern mal mehr und mal weniger vorgekommen sind. So wurden beispielsweise einige Probleme mit dem Captain gefixt, da hier einige Spieler in bestimmten Situationen diesen nicht ansprechen konnten. Zudem wurden auch einige Fehler bei der Gruppengymnastik behoben, welche dafür gesorgt hatten, dass wenn man während der Gruppengymnastik auf den Abschnitt "Wie funktioniert das?" geklickt hat, diese ab und an nicht mehr weiterlief. Ein weiterer Fehler, der behoben wurde, hatte was mit Bodo und Udo zu tun. Hier war das Problem, dass wenn man die Amiibo-Karte von Bodo eingescannt hatte, man das Poster von Udo bekommen hat und umgekehrt war es so, dass wenn man die Amiibo-Karte von Udo einscannte, man das Poster von Bodo bekam. Jedoch sollte dieser Fehler, wie bereits erwähnt, nun behoben sein und man sollte jetzt die richtigen Poster bekommen. Zudem wurde auch ein Fehler des Röhren-Items behoben, welches bis vor dem Update tatsächlich seine Funktion verloren konnte, sobald man es einem anderen Bewohner bei sich auf der Insel abgekauft hatte. Soviel zu den Bugfixes im Hauptspiel. Kommen wir nun mal zum DLC. Hier wurden zum einen eine Menge Probleme behoben, welche vor dem Update zum Absturz des Spiels geführt haben und zum anderen wurden einige Amiibo-Funktionen gefixt. Des Weiteren wurde ein Anzeigefehler behoben, bei welchem das Vorschaubild eines Ferienhauses, nachdem man mit dem jeweiligen Bewohner geredet hat, dauerhaft angezeigt wurde, sowie ein Problem bei den WG-Bewohnern, bei welchem in der Cutscene, nachdem man mit dem Gestalten eines Ferienhauses fertig war, einer der WG-Bewohner nicht richtig angezeigt wurde. Aber ja, soviel zum 2.0.2 Update oder eher Patch für New Horizons und Happy Home Paradise. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr vor dem Update mit einer dieser Bugs Bekanntschaft machen durftet und falls ihr noch genauere Infos zu den Patch Notes haben möchtet, findet ihr diese in der Videobeschreibung. Ansonsten denke ich, dass dies definitiv nicht das letzte Bugfix Update gewesen sein wird, da das 2.0 Update ja doch ein wenig größer war und sich in diesem bestimmt noch der ein oder andere Fehler hineingeschlichen hat. Dennoch finde ich es gut, dass Nintendo so flott ist, was die Bugfixes angeht und ja, ich bin mal gespannt, was wir dann in Zukunft noch so sehen werden. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat mein kleines Video zum Update ein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 57,3% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.